Hallo, heute stellen wir eine Nougat-Mousse-Torte her. Diese besteht aus einem Schokobiskuitbohnen, der Nougat-Mousse und der Glasur. Einige Zutaten sind schon abgewogen und abgepackt. Zusätzlich brauchen wir noch für den Schokobiskuit 9 Eigelb, 4 Eiweiß und 90 Gramm Wasser. Für die Mousse 600 Gramm Sahne und 200 Gramm Milch sowie 10 Eigelb. Für die Glasur brauchen wir noch 90 Gramm Sahne. Der Schokobiskuitbohnen ist kinderleicht zu machen. Wir geben das Eiweiß, das Eigelb, die hauseigene Schokobiskuitmischung und 90 Gramm kaltes Wasser in eine Schüssel. Das Ganze wird dann auf höchster Stufe 7 Minuten lang aufgeschlagen, bis eine cremige Masse entsteht. Diese wird anschließend in die Springform eingefüllt und bei 180 Grad ca. 35 Minuten gebacken. So, als erstes muss die Gelatine eingeweicht werden. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Wichtig ist, sie muss im kalten Wasser eingeweicht werden, da sie sich im warmen Wasser schon auflösen würde. Und als nächstes muss die Sahne und die Milch zum Kochen gebracht werden. Während die Sahne und die Milch nun auf dem Herd stehen und zum Kochen gebracht werden sollen, werden wir in der Küchenmaschine das Eigelb und den Zucker schaumig rühren. Damit erreichen wir, dass der Mousse am Ende eine schöne Leichtigkeit und ein gutes Volumen hat. So, als nächstes gebe ich die Gelatine in die schon kochende Sahne. Die Gelatine wird, bevor sie in die Milch gegeben wird, aus dem kalten Wasserbad rausgenommen und einmal ausgedrückt. Kurz rühren, dann von der Herdplatte nehmen und in die dann laufende Eimasse zugeben. Nachdem das Milch-Gelatine-Gemisch in die Eigelbmasse hinzugegeben wurde, muss diese nun noch 2 Minuten weiter schlagen. So bekommen wir ein besseres Volumen. So, wir haben unser gewünschtes Volumen erreicht. Die Masse können wir jetzt erstmal zur Seite stellen und wir werden anfangen, unsere Kuvertüre aufzulösen. So, die Kuvertüre ist geschmolzen, also sie ist flüssig. Und das heißt, wir können nun die Kuvertüre und die Haselnuss-Nougat-Masse in die Eimilchmasse geben. Die Zutaten sind nun alle drin. Diese müssen jetzt noch kurz untergerührt werden. Und anschließend muss der Mousse auskühlen. Für ca. 10 Minuten. So, 10 Minuten sind vergangen. Die Masse ist fest geworden. Das heißt, die Gelatine ist angezogen. Und so fest müsste die Masse nun sein. Weiter geht's. Wir werden die Sahne wieder in der Küchenmaschine aufschlagen. Bis sie fest ist, also bis die Sahne steif ist. So, die Sahne ist nun steif. Wir nehmen sie aus der Küchenmaschine raus. Schauen nochmal, perfekt geschlagene Sahne. Und wenn diese Sahne in die schon fast fertigen Mousse unterheben. So. Erstmal machen wir alles rein. Dann wird das ganz vorsichtig untergehoben und untergezogen. Bei der fertigen Mousse müssen wir jetzt darauf achten, dass wir als erstes etwas Masse abnehmen für den Rand der Torte, damit wir sie nachher auch, wenn sie eingesetzt ist und durchgekühlt ist, einstreichen können. Ich nehme hier so einen guten Schluck ab, die Menge ungefähr, stelle ihn mir zur Seite und fange an, die Torte aufzubauen. Dafür brauchen wir eine Springform und die schon vorbereiteten geschnittenen Tortenböden.
Wir haben hier drei von ca. 1 cm Dicke. Und wir fangen an, den ersten Bohnen einzulegen. Dabei ist zu beachten, dass die Springform vorher mit einer Folie ausgelegt wird, damit der Mousse am Ende nicht am Rand kleben bleibt. So, als nächstes wird ein Teil, ein Drittel der Masse auf den Tortenbohnen gegeben und verstrichen. So, es muss nicht unbedingt sehr glatt sein, da nochmal ein Bohnen raufkommt. Dieser wird angedrückt und das Ganze wird nochmal gemacht. Schön glatt streichen oben. Und nun kommt der letzte Bohnen. Der Rest der Mousse wird in die Form gegeben. Schön auskratzen, damit auch niemand was naschen kann. Und dies wird mit einer kleinen Palette glatt gestrichen. Und das war's. Nun wird die Torte für ca. 7 Stunden in den Kühlschrank gestellt, damit sie schön durchgekühlt ist und man sie dann einstreichen kann. So, die Torte ist nun bereit zum Einstreichen. Sie ist fest. Wir können sie aus der Springform lösen und fangen an, mit der Creme, die wir vorher abgenommen haben, den Rand einzustreichen. So, in der Zwischenzeit zeige ich Ihnen, wie die Glasur hergestellt wird. Dafür brauchen wir die 90 Gramm Sahne, die Kuvertüre und die Überzugsmasse. Die Sahne wird mit der Überzugsmasse aufgekocht und anschließend wird die Kuvertüre zugegeben. Dadurch, dass die Sahne, das Sahne-Übergussgemisch noch so heiß ist, löst sich die Kuvertüre jetzt darin auf. Sie muss trotzdem leicht untergerührt werden und ist dann gleich zum Überziehen bereit. Ich habe in den Überzug von der Nougat-Mousse-Torte noch Puffreis mit zugegeben, als kleine Besonderheit. So, schon mal gleichmäßig verteilen, dass an den Seiten schon mal anfängt runterzulaufen. Dann nur noch leicht verstreichen, über den Rand ziehen und dann sind wir fast fertig. Als letztes wird die Torte ausgarniert. Dafür legen wir Nougat-Stücken auf jedes Stück, so viele Sie gerne haben möchten. Und zusätzlich werden wir noch unten den Rand der Torte mit Schokoraspeln verzieren. So, und fertig ist unsere Nougat-Mousse-Torte. Lassen Sie sich schmecken.